Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft. Der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über einen innovativen Ansatz in der Lohnfertigung und in der Zerspannung. Wir schauen uns heute einen Lohnfertiger an, der eine Series A-Finanzierung von über 19 Millionen Euro bekommen hat. Das alleine ist, glaube ich, schon sehr was Besonderes und macht, glaube ich, Lust oder hoffentlich Lust auf den Podcast. Wir reden dabei über die Themen, wie kann man die Effizienz steigern, ja, durch digitale Prozesse, durch Automatisierung. Wir werden dabei konkrete Beispiele aus der Praxis anschauen, nämlich wie ein Startup eine eigene Produktion aufbaut und das Thema Technologie auf den Kopf stellt, und werden dabei dann auch einen kleinen Ausblick wagen. Was heißt denn das für die Zukunftsvision der Zerspannung und der Lohnfertigung? Da bin ich auch besonders gespannt drauf. Über all diese Themen rede ich mit einem spannenden Gast, nämlich Jonas Schneider ist heute hier. Er ist ein Softwareentwickler mit einem starken Faible für das ganze Thema Robotik, war ehemaliger Tech-Lead bei OpenAI, dem KI-Startup, das man, glaube ich, nicht vorstellen muss, und ist jetzt CEO und Gründer von Daedalus. Er ist wirklich ein Visionär für das Thema Fertigung und Industrie und immer auch mit dem Fokus auf das Thema Digitalisierung und Automatisierung unterwegs. Und das macht heute, glaube ich, das Podcast-Gespräch sehr interessant. Ich sage noch ein paar Sätze zu Daedalus. Das ist ein wirkliches Produktions-Startup, was ich erstmal schon sehr cool finde, dass es ein Startup gibt, das selber produziert und eine eigene Produktion hat, mit Sitz in Karlsruhe, eben jetzt ganz frisch die Series A-Finanzierung bekommen hat von über 19 Millionen. Eine eigene, smarte, autonome, flexible Fabrik, nicht nur aufbaut, sondern schon hat, und wie weit sie da sind und was sie da alles so tun, das werden wir heute im Podcast erfahren. Hallo Jonas, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Sehr cool. Ich möchte jetzt mitten direkt rein, so ein bisschen in der Branche, in der ihr euch jetzt ja auch bewegt, nämlich die Zerspannung und auch die Lohnfertigung. Und ganz ehrlich, Lohnfertigung, das klingt erstmal so ein bisschen alt und verstaubt. Und da würde es mich interessieren, wie siehst du denn die Lohnfertigung heute? Was sind da so die Herausforderungen, die es in der Branche gibt? Also ich glaube, zunächst muss man sagen, also ich persönlich bin ja totale Außenseiter eigentlich, das, was die Branche. Ich komme ja du aus, guckst von außen auf die Branche, ich okay. Komplett, ja? Von, also mittlerweile vielleicht nicht mehr so ganz Außenseiter, aber auf jeden Fall zu Anfang so im Grunde wirklich aus der Sicht von Informatiker, von einem Programmierer, wo es irgendwie um Datenverarbeitung geht oder sowas und gar nicht um Produktion. Und da ist glaube ich so ein bisschen so von außen, würde man sagen, okay, das sind so ein bisschen erstmal die Produktionswelt und die Informatikerwelt sind erstmal zwei, ja, unterschiedliche Welten einfach. Die, ja, also in dem einen macht man die Prozessoptimierung und Anlagenbau und sowas. Und in der anderen Welt machen wir Datenmanagement so und Kommunikation und Netzwerke und sowas. Also das sind einfach, also ich glaube so, klassischerweise sind das glaube ich einfach so ein bisschen zwei Silos, die ja auch nicht unbedingt super viel miteinander reden oder wo es irgendwie unterschiedliche Abteilungen gibt. Es gibt dann eine Prozessoptimierungsabteilung jetzt in einem großen fertigen Unternehmen. Und es gibt dann gleichzeitig eine Softwareabteilung und die sind halt nebeneinander so und koexistieren so ein bisschen vor sich hin, aber sind quasi nicht unbedingt quasi vom Grundsatz her miteinander irgendwie verworren oder verwachsen, sondern denken so ein bisschen auch in unterschiedlichen Mustern oder in unterschiedlichen Ansätzen. Und ich glaube, was natürlich insgesamt sehr interessant ist für die Lohnfertigung und auch gerade so im Grunde in der diskreten Fertigung, ist, dass eben dort sehr viele Daten eigentlich anfallen und verwaltet werden müssen, die man sich sozusagen vielleicht, wenn man aus anderen Fertigungsbereichen oder kommt, nicht so ganz bewusst ist, wo es irgendwie darum geht, okay, ich muss einmal eine Anlage aufsetzen und dann produziere ich meine Autoteile oder meine Autos oder im Grunde, wo im Grunde ein großer Manufacturing Engineering Prozess einmal stattfindet, dann wird eine Anlage konstruiert und ein Prozess dazu drum gebaut und dann steht der und dann wird der operativ durchgeführt. So, und das sind so ein bisschen zwei verschiedene Phasen. Und der große Gegensatz dazu in der Lohnfertigung ist halt im Grunde, dass ich eigentlich die ganze Zeit daran bin, neue Prozesse einzuführen und und mir neue Strategien zu überlegen, sodass dass es einfach nie aufhört und dass deswegen im Grunde eigentlich ein viel größerer Fokus auf eben dieses Informations- und Wissensmanagement, würde ich sagen, da ist. Und das ist sozusagen natürlich dann eigentlich was, wo man generell sagen würde, da ist ein großer Bedarf an quasi Computer- oder Datenverarbeitungstechnik, ganz allgemein formuliert. Aber wo eben in der Praxis noch mit
also wo eben extrem wenig Technik tatsächlich deployed ist. Also wo eben mit ja. Stift und Papier gearbeitet wird, das dann in der Werkstatt rumgeschoben wird und vielleicht noch mit Edding noch rumgemalt wird und sowas. Und dass das eben sozusagen der Stand der Technik ist, obwohl eigentlich ein riesiger Bedarf da ist, im Grunde wirklich das Wissen, gerade wenn es wirklich um Präzisionsteile geht, um im Grunde dieses, über das ganze Wissen und über die ganzen Entscheidungen und alles, was so im Grunde an Informationen spezifisch zu einem Bauteil oder zu einer Bauteilgruppe angefallen ist, dass da ein riesiger Datentopf eigentlich ist, der einfach überhaupt nicht digital angegangen wird. Ja, total, ja. Ja, und da, das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, warum das für uns so spannend ist. Ja, das kann ich total verstehen. Man merkt deine Begeisterung. Und ich finde es auch cool, wie du das jetzt nochmal unterschieden hast, ja, wenn es halt nicht um die Serienfertigung geht, sondern um so einen Lohnfertiger, der ständig auch Anfragen kriegt, der dann ganz unterschiedliche Projekte hat, die dann mal größer, mal kleiner sind, ja, wo man immer wieder sich neu drauf einstellen muss. Das ist natürlich eine riesen Informationsherausforderung oder Datenherausforderung, die man da am Ende hat. Das ist eine coole Wahrnehmung, die du da hast, und man merkt schon deinen anderen Blick da auch auf die Branche. Das finde ich super. Aber jetzt, wenn man mal ehrlich ist, ich meine, Umgang mit Daten, so ganz neu ist es ja auch für die Zerspannung ja auch nicht. Wenn wir jetzt über CNC und sowas reden, sind ja Themen, die gibt es ja auch schon lange. Wo unterscheidet sich da vielleicht die Zerspannung heute und früher? Also hast du das Gefühl, da ist schon viel passiert, oder hast du eher das Gefühl, da sollte noch viel passieren? Wahrscheinlich ist es beides, oder? Wie siehst du das? Also natürlich... Ich würde sagen, so auf einem ganz fundamentalen Level sozusagen im Grunde einfach mal der Weg jetzt vielleicht im Grunde von der konventionellen Drehbank zur CNC-Technik. Ja. Das ist natürlich im Grunde was, das ist schon passiert, und da ist man sich auch, glaube ich, einig, dass man da, dass das schon relativ weit ist. So. Und also auf dieser Ebene würde ich sagen, da hat es schon stattgefunden. Also so ein bisschen wirklich auf der, wer kontrolliert das Ding, was am Ende meine Bearbeitung oder was am Ende mein Werkstück berührt sozusagen. Da hat es stattgefunden. Und das wird dann aber relativ schnell dünn, wenn man sozusagen ein bisschen in diese höheren Ebenen kommt. Also was man irgendwie, ich musste selbst da im Grunde dieses Schema lernen sozusagen, so wie man da im Grunde so Software-Systeme unterteilt, irgendwie vom ERP ganz oben runter zum MES und dann unten drunter noch SCADA und sowas. Also diese verschiedenen Ebenen, die für mich im Grunde so als Softwareler gar nicht so intuitiv waren. Ich dachte so, hey, man braucht halt ein Software-System, was alles koordiniert. Also was im Grunde so ein bisschen nochmal das Gegenstück ist zu dem, wirklich der Motorsteuerung, so mehr oder weniger, die ja wirklich jetzt mittlerweile etabliert ist, wo man eben sagt, okay, also die Maschinen sind ja computergesteuert, so, aber das Gleiche ist, was würde ich sagen, noch gar nicht stattgefunden hat, ist im Grunde, dass der Prozess auch computergesteuert ist. Und das ist so im Grunde eigentlich der Punkt, der, also, weil im Grunde keiner stellt eigentlich, glaube ich, kommt noch in Frage, dass wir im Grunde viel gelernt haben mit, im Grunde, oder dass sich im Grunde die Branche nach vorne bewegt hat, im Grunde, was die computerisierte Steuerung der Maschinen selbst angeht. Aber der Prozess, der sozusagen die ganze Koordination und das Drumherum managt, der ist noch, würde ich sagen, noch sehr frühphasig und noch sehr oldschool einfach in vielerlei Hinsicht, wo halt einfach noch so viel entweder per Stift und Papier oder sogar mündlich einfach gemanagt wird, was denn im Grunde jetzt als nächstes zu tun ist, in welchem Zustand irgendwie die Produktion von einem Teil ist, auf welche Punkte zu achten sind, Qualitätsmerkmale und so die Regelkreise, die alle total informell stattfinden, weil man eben kein Manufacturing Engineering Team hat sozusagen, was den Prozess einmal, wie es bei einer Serie der Fall wäre, mal ganz formal durchdenkt, weil das halt alles sozusagen improvisiert wird, weil ich ja jede Woche im Grunde ein anderes Teil mache. Ja. Ja, aber ich kann euch auch, kann ja auch sagen, auch bei der Serienproduktion ist das nicht alles schön durchdigitalisiert. Also da sind wir leider auch noch nicht. Ich finde es mal interessant, wenn du sagst, du musstest dich da auch selber so ein bisschen erstmal reinfuchsen und verstehen, wie ist denn da überhaupt die IT-Architektur, wie denken die heute auch, diese Systeme? War das, wenn es für dich nicht intuitiv war, heißt es ja auch, dass es wahrscheinlich nicht ganz ideal ist? Oder was ist deine Sicht auf diese Struktur? Kannst du da vielleicht ein bisschen was sagen? Wir steigen jetzt schon gleich inhaltlich ein, aber das passt jetzt so schön. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, also mein, so ich würde sagen, ganz, ganz high level ist so der, ich bin ja eigentlich von meinem Hintergrund her, komme so ein bisschen aus der Cloud und Netzwerk und verteilte Systeme aus dem Bereich. Also im Grunde so irgendwie Netzwerkprotokolle und wie verschiedene Akteure miteinander reden und so weiter. So, also da hat sich ja sozusagen in der ganzen Cloud- und IT- und Softwarewelt total viel getan, die letzten 10 Jahre oder so, wo man im Grunde solche Systeme ganz anders designt, als man es davor noch gemacht hat, wo es irgendwie hauptsächlich darum geht, ich habe einen Serverraum und im Grunde alles redet mit meinem Serverraum, den ich irgendwie, ob es jetzt
in einem Büro ist oder auch in der Fertigung und heute sagen, ey, das ist alles in der Cloud. So, und da hat natürlich ein großer Wandel so vom Denken stattgefunden. Und also ich glaube, was so mein größter oder meine größte Überraschung oder Verdutztheit sozusagen von außen war so ein bisschen, wie viele Silos es gibt. Also dass wir im Grunde, dass ganz viele, also dass natürlich jeder sagt, im Grunde, okay, wir wollen die Industrie 4.0, wir wollen die Digitalisierung, wir wollen im Grunde diese ganzen, also wir sehen das Potenzial davon und wollen in diese Richtung pushen, sagen, glaube ich, alle Player auch in der Fertigungsindustrie. Aber es ist, glaube ich, relativ schwierig im Grunde, als Einzelner sozusagen, wenn ich jetzt ein Lieferant bin von einer bestimmten, von einer CNC-Maschine oder von einem Werkzeugvoreinstellgerät oder im Grunde da quasi einer bestimmten Komponente, die halt in diesem System mit drin hängt, da wirklich quasi von einer Seite aus wirklich einen großen Push zu wagen, weil die interessanten sozusagen Datentransfers oder interessanten Austausche und Abläufe finden eben gerade zwischen verschiedenen, quasi, ob es jetzt verschiedene Maschinen sind oder verschiedene Abteilungen, ob es jetzt von der Arbeitsvorbereitung wirklich auf den Shopfloor geht. Also, dass eben diese Schnittstellen und diese Protokolle, die miteinander reden, da liegt der Hase im Pfeffer oder wie man es sagt. Also, aber das im Grunde die Probleme sind im Informationsaustausch, eben weniger sozusagen irgendwie in, was ist jetzt eine Schnittstelle, die eine bestimmte Person verwendet oder eine bestimmte Rolle oder sowas, die an der Fertigung teilnimmt, sondern im Grunde, wie funktioniert dieser Datenaustausch zwischen Parteien? Und da tut man sich, glaube ich, sehr schwer. Also, weil da dann im Grunde man auch direkt damit zu kämpfen hat, dass so eine extreme Fragmentierung einfach besteht im Maschinenbau. Also, dass es gibt halt eben nicht den einen Hersteller, der halt alle Maschinen baut. Das ist ja logisch, weil so viel Spezialisten-Know-how drinsteckt. Im Grunde derjenige, der meine Presse macht, ist wahrscheinlich jemand anders, der meine Fräsmaschine macht, ist jemand anderes, der meine Messmaschine macht. Und dann sagt man, okay, es kann also kein einzelner Player sagen, okay, so müsste eigentlich der Informationsaustausch stattfinden und das einfach durchsetzen. Und dann ist sozusagen, dann bleibt eigentlich nur, in Anführungszeichen, der Weg über Standards. Und dann sagt man, okay, wir brauchen jetzt Komitees und die sich dann Standards überlegen und DIN und ISO-Normen und so weiter. Was dann, glaube ich, letztendlich, also zunächst mal schon der richtige Ansatz ist, weil das Ganze natürlich interoperabel sein soll und ich alles miteinander austauschen will. Aber das ist halt langsam und sehr behäbig, so wie dann im Grunde wirklich diese Standardisierung vorankommt. Weil dann hat man wieder, also in der Informatikwelt ist es doch fast schon so ein bestimmtes Muster, dieses Design by Committee. So, also alles, was quasi von dem Komitee designt ist, wo man dann sofort drauf schaut, ist ja irgendwie sinnvoll und da darf dann jeder wiederum mitmischen, aber dauert dann wieder 5 Jahre, bis der nächste Standard fertig ist. So, also ich glaube, da tut man sich quasi schwer, einfach in dem Modell, dass im Grunde es gibt so viele fragmentierte Player und gleichzeitig ist eine zentrale Koordinierung langsam und schwierig. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen genau das eigentlich, wo wir uns sozusagen so positioniert haben, okay, wir wollen genau diese Probleme eigentlich umgehen. Sehr cool, ja, du machst schon neugierig, sehr gut. Ja, ist es richtig, ich meine, ich glaube, also einerseits gerade im Bereich Standardisierung, da ist schon echt einiges auch getan worden in den letzten Jahren, da wird auch nach wie vor noch viel gemacht. Ich will es auch gar nicht so in Frage stellen, also ich glaube, man bewegt sich schon in die richtige Richtung, die Frage ist nur im Grunde, wie können wir das noch beschleunigen? So. Mhm. Ja, okay, das ist gut. Das kann ich dann auch nochmal fragen, wie sehr ihr diese Standards nutzt oder schon nutzt oder plant zu nutzen. Das wird dann vielleicht auch nochmal ein interessantes Thema. Jetzt ist für mich ein wichtiger Punkt am Ende, wir reden ja jetzt auch nicht über Digitalisierung zum Selbstzweck. Ja? Gerade wenn wir über der Produktion sind, dann geht es um Wertschöpfung und um die Frage, was kommt bei rum. Und das wäre jetzt vielleicht auch nochmal, bevor wir tiefer reingehen, für mich mit das Spannendste. Wo siehst du da überhaupt die Notwendigkeit oder auch den großen Hebel jetzt im Bereich Lohnfertigung und Zerspannung zu sagen, ja, Digitalisierung spielt genau deswegen eine große Rolle, weil. Und jetzt darfst du den Satz vervollständigen. Ja, also ich glaube so die beste Vorstellung dazu ist eigentlich so ein bisschen so, wenn ich mir die Teile anschaue, die wir jetzt schon heute fertigen, so was im Grunde wirklich Präzisionsteile sind für große strategische Industrien, das sind die A-Teile, was auch ein Begriff ist, den ich erst vor kurzem gelernt habe, tatsächlich von unseren klassischen Produktionstechnikern. Also im Grunde wirklich die Teile, die von denen keine großen Mengen gebraucht werden, wo aber sozusagen ein großer Teil der Wertschöpfung einfach drinsteckt. Das sind Teile für hohe Komplexität in der Regel auch. Und die halt im Grunde wirklich das Herzstück dafür sind, dass das eigene Produkt überhaupt funktioniert, wenn ich jetzt der Kunde bin von einem Lohnfertiger.
Und das geht wirklich im Grunde in sehr strategischen Industrien, ob es die Halbleiterindustrie ist, ob es die Medizintechnik ist, ob es Luft- und Raumfahrt ist. Also diese wirklich absoluten Hightech- und ja, Frontier-Industrien so ein bisschen. Und im Grunde zum einen habe ich sozusagen diesen Bedarf an Teilen von Industrien, die stark wachsen. Und zum anderen schaue ich eben im Grunde darauf, okay, wie wird denn dieser Bedarf heute gedeckt? Und dann hat man eben diesen ja doch sehr Low-Tech-Stand von einer extrem fragmentierten Lieferantenlandschaft sozusagen, wo halt es hauptsächlich daraus besteht, ich habe quasi einen, meinen Industriemeister Metall, der einfach Zerspannungsexperte ist, schon ein paar Jahrzehnte dabei ist, der im Grunde einen ja, meistens recht kleinen Zerspannungsbetrieb leitet und dann noch quasi mit ein paar Gesellen oder Helfern, die quasi bei der Produktion helfen, aber im Grunde eigentlich eine sehr schlechte Skalierfähigkeit haben, weil eben so viel sozusagen von dem Fachwissen, was letztendlich im Silo von dem Betriebsinhaber sozusagen drin, also in dem Kopf vom Betriebsinhaber drin steckt, der sich eben über Jahrzehnte das Wissen angeeignet hat, ah ja, okay, so kriege ich quasi eine super schöne Oberfläche hin, wenn ich Präzisionsventile für die Pharmatechnik herstelle. So, also, und im Grunde gibt es dann tausende von so ganz kleinen Wissensnuggets, die halt auf eine sehr ja, unsystematische Weise heute verwendet werden müssen, aber von denen letztendlich diese ganzen kritischen Industrien abhängig sind. Also, dass sie im Grunde große Wachstumsschwierigkeiten haben, wenn jetzt im Grunde große ja, Medizin, einer unserer Kunden, ein großer Medizintechnikhersteller, und sagt ja, okay, wenn ich ein Produkt habe oder eine Produktfamilie habe, die 10-20% über von Jahr zu Jahr wächst, was jetzt auch nicht absurd ist, dann muss ich direkt ein Dutzend neue Lieferanten onboarden bei mir. Und dann denke ich so, okay, also ich glaube, dieses Thema, zum einen quasi wirklich die fehlende Skalierbarkeit und zum anderen einfach der große Fachkräftemangel. Das sind wirklich die großen Punkte, die letztendlich dahinter stehen. Weil eben, ja, es ist im Grunde, wir haben auch quasi sozusagen einen netto Rückgang sozusagen der tatsächlichen Zerspannungsexperten, weil von denen gehen viele in Rente, es kommen nicht so viele nach. Und aber gleichzeitig ist sozusagen die Ausbildung sehr schwierig, weil eben die Leute nicht einfach nur lernen, ein bestimmtes System oder lernen müssen, ein bestimmtes System zu verwenden, sondern eben genau diese Tausende von Wissensnuggets sich natürlich erstmal aufbauen müssen. Und das geht eben nicht von heute auf morgen. Und das sind also wirklich die Painpoints, die halt auch wirklich sehr große, ja, also fertige Unternehmen gerade in so Hightech-Branchen haben, weil die eben sagen, wir sind abhängig im Grunde von dieser ja extrem Low-Tech-Fertigung. Wir brauchen eine Lösung dafür, weil wir ansonsten kommen wir einfach im Grunde da nicht damit nach, unsere Nachfrage zu decken, was die natürlich auch immer weiter wächst, was eben gerade diese wirklich High-End-Teile angeht, weil die natürlich auch schnellere, also ich jetzt zähle ich wieder nur die Stichpunkte auf, aber es ist der Fachkräftemangel, yeah. Produktentwicklungszyklen werden schneller und es sind die Skalierbarkeit am Ende, ne? Das fand ich auch, also das macht auch total Sinn. Und dafür gibt es, glaube ich, im Grunde, das sind alles Herausforderungen, die wir wirklich mit einer stringenteren Digitalisierung angehen können und die auch schwer, glaube ich, anders zu lösen sind. So, also es ist quasi eben keine Sache, wo ich sagen kann, ja, wir machen halt, lass halt mal mehr Lean machen und dann löst sich das Problem schon. Ja. Also nichts gegen Lean. Ich finde ja immer ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser Ansatz. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich finde es aber sehr interessant, was du auch geantwortet hast, weil Skalierung ist klar, da ist ja irgendwie so Digitalisierung immer das Tool der Wahl. Dass Skalierung aber so ein Thema und so eine Herausforderung ist, ich glaube, das ist jetzt wirklich auch nochmal was, wo man sagen kann, das ist auch spezifisch für die Lohnfertigung und für die Zerspannung weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht für die Lohnfertigung kann man das, glaube ich, schon so sagen. Ich meine, wenn man sich anguckt, die meisten Lohnfertiger sind auch wirklich kleine mittelständische Betriebe, ja, und keine großen Mittelständler, ja, oder genau, ähnliches. Also und wir schauen mit sehr spezifischem Know-how auch. Genau, ja? also das trifft schon. Genau, also wir haben uns natürlich auch recht genau angeschaut, aber das ist der Grund, man muss sich, wenn man diese Landschaft einfach so ein bisschen umreißen will, das sind wirklich zehntausende Betriebe allein im deutschsprachigen Raum und von denen haben 80% weniger als 10 Mitarbeiter. Ach so, krass. Also das ist eine ganz extreme Fragmentierung. Ja, also ich glaube, die Zahlen sprechen. Ja, und damit hast du das Thema Skalierung super auf den Punkt gebracht, ja. Und das andere, das hast du jetzt benannt, Fachkräftemangel, ja. Ich meine, das ist ja auch immer so eine Sau, die schon lange durchs Dorf getrieben wird. Und gleichzeitig ist es ja die Realität, dass man eben gerade Fachkräfte in so speziellen Themen wie jetzt der Zerspannung oder auch in anderen Bereichen nur schwer kriegt. Man muss sie irgendwie ausbilden. Und jetzt fand ich aber interessant, was du jetzt gesagt hast. Du hast jetzt nicht nur gesagt, wir müssen das alles automatisieren, sondern du hast auch eben wieder auf das Thema Wissensmanagement abgezielt. Und das war ja auch was du auch beim Thema Skalierung eigentlich als Schlüssel benannt hattest. Ja, auch da ist das Wissen und die Frage,
am Ende, wie gehe ich mit Wissen, wie gehe ich mit Informationen um? Ja, entsprechend ein wichtiger Part. Und dann ist auch wieder offensichtlich, warum Digitalisierung da helfen kann, ja, wenn wir über Wissen also und Informationsmanagement reden. Das war auch, glaube ich, ein Learning, was wir auch am Anfang so ein bisschen von unserer Reise in dem Raum ein bisschen gemacht haben, weil zum Beispiel so der klassische Automations- und Automatisierungsmodus ist ja genau eben, okay, ich überlege mir jetzt, welche Aufgaben werden noch von Hand gemacht, wie viel, wo ist denn da noch Effizienzsteigerungen möglich? Und dann denkt man erstmal in so diesem, okay, welche Handgriffe werden denn durchgeführt? Und ich möchte die dann erstmal durchautomatisieren. Und genau das, damit haben wir auch angefangen. Und dann aber gemerkt. Ich meine, du hast ja auch ein Robotik-Fan, genau, so habe ich dich zumindest anmoderiert. Genau. Und was wir dann aber gemerkt haben, ist, dass im Grunde das eigentlich sozusagen das Schwierige ist, nicht den Handgriff zu machen, sondern das Schwierige ist, welcher Handgriff als nächstes gemacht werden muss, zu wissen. So, also das quasi zu kommunizieren. Ich muss wissen, also welche Handgriffe wurden. Also das Greifen selbst zu optimieren, zu automatisieren, würdest du sagen, ist sogar einfach. Es ist eher die spannende Frage, was ist jetzt also der nächste Schritt? Es ist sogar noch schlimmer, weil es ist schwer und hat eine geringe Upside. weil andererseits, okay, wenn ich natürlich quasi zu einem Robotiker gehe und sage, ja, bau mir bitte mal einen Greifer. Und der sagt dann, ja, okay, cool, schick mir mal das 3D-Modell von dem Teil, welches du greifen willst. Und ich so, ja, ich möchte aber beliebige Teile greifen. Und dann sagt er natürlich direkt, was? Und ich weiß auch noch nicht, welche. Genau, ich weiß auch noch nicht, welche, weil ich bin ja Lohnfertiger. Also da, wo quasi genauso ein bisschen, glaube ich, also so wirklich der klassische auch Automatisierungsgedanke eigentlich total flach fällt. So, weil der eben, wo man dann eben sagt, okay, hier ist mein Auto, das möchte ich bauen. Und dann breche ich das sozusagen in meine, also mache ich sozusagen meinen Baum auf, okay, wie kann ich jetzt jeden einzelnen Prozessschritt, ich kenne genau die Inputs und Outputs, die zu optimieren. Genau dieser Ansatz funktioniert nämlich eigentlich gar nicht in der Lohnfertigung, so, weil da ich da eben. Aber jetzt muss ich hier reingrätschen, weil du kommst von OpenAI und da müsstest du ja dann wieder als Tech-Guy sagen, ja gut, klar, wir wissen das nicht genau, aber das kann man ja mit KI und alles dann auch so machen, dass man dann doch am Ende jedes Teil greifen kann. Ja, wobei es ist dann letztendlich wieder ein Hardware-Problem. Also und da tut's dann, also ich glaube, da stößt man dann tatsächlich jetzt mittlerweile eher an die Grenzen, als dass man immer noch, also das war, ich glaube sozusagen, das war und ist auch immer noch die große Herausforderung der Robotik insgesamt, ist sozusagen, dass wir jetzt so schnell Fortschritte quasi auf der Software-Seite gemacht haben und aber trotzdem im Grunde einfach, also wir haben quasi jetzt gute Vorstellungen, glaube ich, wie man im Grunde wirklich solche universal Roboter-Steuerungsmodelle und sowas bauen kann, da geht's auch jetzt viel los in diesem ganzen Bereich. Aber bei der Hardware ist man eigentlich kaum weitergekommen. Also es gibt, ich bin immer noch in dem Bereich. Könnten wir über die Roboter ranreden. Genau, also im Grunde die beste Idee, du darfst das so sagen, wenn du das so denkst, ja. Ja, also ist im Grunde zu sagen, okay, vielleicht hat die, ohne jetzt abzudriften, aber ist im Grunde zu sagen, ja, wir orientieren uns einfach am Mensch und sagen, ja gut, wir haben ja auch ganz viele Werkzeuge, die für Menschen konstruiert sind, also vielleicht hilft es auch, wenn der Roboter einfach alle Werkzeuge für Menschen benutzen kann und so weiter. Aber auf jeden Fall, Hardware ist und bleibt schwer. So, also ich glaube, das ist so, glaube ich, so der Konsens, der immer noch, glaube ich, auch sowohl unter, also auf jeden Fall noch unter Softwareleuten und auch Softwareleuten in der Produktion, glaube ich, immer noch besteht. Aber was sich eben halt rausstellt, ist, dass in eben halt gerade so in Bereichen, eben halt wie in der Lohnfertigung, dass eben der Fokus oder die Schwierigkeiten und Herausforderungen oder dem, womit man sich schwer tut, eben genau nicht auf der Hardware-Seite liegen, so, sondern dass irgendwo nur das, was wirklich so Betriebe wirklich zurückhält, was die Produktion stocken lässt, was die Skalierbarkeit schwierig macht, das sind alles eben eher diese Wissensmanagement-Themen als die Hardware-Themen. Obwohl man das sozusagen von außen ja vielleicht irgendwie erstmal so beurteilen würde, okay, sind zu viele Leute, stellt überall Roboter hin. Und das ist auf keinen Fall die Antwort, sondern die Antwort ist im Grunde das Wissen, das die Leute haben, viel besser zu hebeln und im Grunde jeden Experten viel mehr Impact haben zu lassen. Ja. Am Ende geht es da ja natürlich auch um das Thema Produktivität, auch wenn du das jetzt nicht als den Hebel benannt hast. Kann man das auch zeitlich sagen, dass am Ende das zum Beispiel Teilehandling oder eben diese physische Tätigkeit auch zeittechnisch gar nicht so viel Zeit ausmacht? Ja, auf jeden Fall. Also das ist was, es macht zeittechnisch nicht so viel aus. Und ich würde sagen, was noch der größere Faktor ist, es führt eben halt sehr selten zu, also weil das, was sozusagen, das, was wehtut, ist halt, wenn es knirscht und man sich überlegen muss, oh, wir haben ein Qualitätsproblem oder man muss eine Schleife drehen und den Prozess zurückspringen. Das sind ja immer die Sachen, die, also zum Beispiel, wir optimieren auch zum Beispiel zurzeit überhaupt nicht auf
irgendwie Maschinendurchlaufzeiten, so mehr oder weniger, weil das ist eigentlich was, das ist was natürlich eben langfristig so in der klassischen Optimierung ist, okay, ich muss schauen, lass mal meinen Vorschub noch um 10% erhöhen, weil dann bin ich an meiner Stelle unterwegs. Aber was sozusagen bei uns eigentlich viel wichtiger ist, lasst uns das Risiko minimieren, dass sozusagen irgendwann ein Qualitätsproblem auftritt. Also auch, ich glaube, die ganz extreme Form von dieser Denke, es ist ganz wichtig, Fehler lokal zu behandeln, dass ich nicht später im Prozess dann merke, oh, hier ist was schiefgelaufen, das muss dann zurücklaufen. Dann habe ich sozusagen direkt einen Ausnahmevorgang und sowas. Also das ist, glaube ich, da ist man, glaube ich, wirklich in der Präzisionszerspannung so in einem der Felder, wo das einfach, also was wirklich so ein Extremfall oder viele Extremfälle abdeckt, wo man dann sofort merkt, okay, das ist einfach extrem teuer, wenn ich da jetzt, wenn ich irgendwie Fehler erstmal eine Zeit lang unerkannt bleiben, dann habe ich die Maschine schon umgerüstet, ich merke das erst ein paar Tage später. Dann habe ich da viel an dem Teil gearbeitet und dann muss ich es dann wegschmeißen. Ne? Und es wird halt auch immer noch, also quasi, wenn ich dann, also das ist ja auch glaube ich, auch das deckt sich auch mit dem klassischen Produktion, wir sind einfach dieses im Grunde Ausnahmefälle und da ist interessanterweise, ja, ich setze mal an, aber und ich glaube, da ist auch eine interessante Schnittmenge zwischen quasi Produktioner-Denke und Software-Denke, so, weil das ist auch in der Software schon, also ist auch ein altbekanntes im Grunde, je früher ich einen Bug finde, desto besser, weil quasi die Kosten, um einen Bug zu fixen, der schon im Produktivbetrieb ist, der schon beim Kunden ausgerollt ist, das steigt exponentiell quasi. Und deswegen lohnt es sich quasi früh zu investieren, um quasi früh eine Qualitätsprüfung oder sowas durchzuführen. Und genau das ist natürlich auch was in der Produktion auch gepredigt wird. Und ich glaube, also genau in diese Position haben wir uns halt versetzt, dass wir sagen, okay, wir können dann sozusagen, wenn wir merken, okay, hier ist ein bestimmtes Muster, es gibt Qualitätsprobleme, die wir erst später feststellen, dann können wir auch das quasi zurückführen und ganz dynamisch sagen, okay, jedes Mal, wenn wir im Grunde so ein Merkmal produzieren, dann wird das direkt auf die und die Weise geprüft und das setzt dann unser System direkt um, aber nur unter bestimmten Bedingungen und sowas, wo man eben mit der großen Varianz oder den großen Unterschieden zwischen den Teilen umgehen können muss. Okay, super. Jetzt ist schön. Jetzt wird das Ganze nämlich schon ein bisschen konkreter und lass uns das genau machen. Was heißt das jetzt für euch? Was macht ihr anders mit Technologie als jetzt der klassische Lohnfertiger? Ja, vielleicht mal bewusst erstmal noch auf der Ebene. Aber du bist jetzt schon reingegangen in das Thema Qualität. Also ihr prüft anders die Qualität und geht mit den Daten wahrscheinlich dann auch anders um, um das mal jetzt praktisch zu machen. Genau, also vielleicht um noch ein paar Worte zu sagen, einfach wie unser High-Level-Ansatz so ein bisschen ist. Also wir sind wirklich, würde ich sagen, 50% Lohnfertiger und 50% Software-Startup, so von der Denke. Weil wir sagen halt wirklich, wir entwickeln eben unseren komplett eigenen Technologie-Stack, der eben hauptsächlich im Grunde sich die Bereiche anschaut, von denen wir es vorhin hatten, nämlich genau quasi diese Schnittstellen und quasi Übergaben von sowohl von Waren und Material, aber eben hauptsächlich auch von Informationen eben zwischen verschiedenen Abteilungen, also von der Arbeitsvorbereitung zum Shopfloor, zur Qualitätsabteilung, letztendlich an den Kunden, also diese ganzen Bereiche, wo im Grunde ja Informationen und Waren fließen und aber weniger innerhalb dieser einzelnen Bereiche. Also wir finden jetzt nicht das Rad komplett neu und sagen, wir brauchen unsere komplett eigene Messtechnik oder wir brauchen unsere komplett eigene CAM-Software, sondern es geht eben hauptsächlich darum, wie fließen eben diese Daten zwischen den verschiedenen Prozessteilnehmern hin und her. Und da haben wir im Grunde eine saubere Architektur gebaut, also aus Software-Sicht, wo im Grunde alle auftragsbezogen, alle Daten gemanagt werden, wo jeder mit einer zentralen Datenbasis arbeitet, die eben auch nicht an einen bestimmten, also die sozusagen nicht von einem bestimmten Teil des Prozesses geowned wird, sondern die eben genau eben ein zentrales Datenmanagement aller relevanten Daten ermöglicht und das direkt quasi auch diese klassische Ebenenstruktur eben mit ERP, MES und so weiter komplett aufbricht und sagt, das ist unser, wir nennen das Factory OS, also das Fabrikbetriebssystem, wo im Grunde wirklich alle Daten drin liegen von dem Auftragsmanagement, also das ist die kaufmännische Seite, aber eben auch die produktionsplanerische Seite und eben auch die genaue, also welche einzelnen Prozessschritte werden durchlaufen und was fallen da jeweils für Informationen an. Das ist alles eben in einem System vereint. Und ich glaube, das ist so der Grundgedanke dahinter erstmal, weil der Punkt genau ist, dass eben diese Informationen zwischen den verschiedenen Ebenen auch richtig fließen müssen und dass da eben dann nicht irgendwie die Vertriebler wissen nicht, wo das Teil eigentlich im Produktionsprozess jetzt gerade drin steht
oder die Qualitäter wissen nicht, wo was in der Arbeitsvorbereitung gerade vorbereitet wird und was dann in ein paar Tagen geprüft werden muss, welche Prüfmittel gebraucht werden. Also so, aber im Grunde das zu sagen, es gibt eine gemeinsame Datenbasis. So, das ist so das, würde ich sagen, so das ganz Grundsätzliche. Und ihr stellt damit auch die gesamte Architektur eigentlich von so einer klassischen Zerspannung eigentlich auf den Kopf, oder? Kann man dann ja auch so sagen, wenn du sagst, ihr habt ja euer eigenes Betriebssystem. Ja, also das sind wir relativ. Das heißt, ihr habt kein klassisches ERP-System, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Ihr habt, nutzt ihr also so Standardsoftware wie CAD oder auch vielleicht noch CRM-Anwendungen? Wie weit geht ihr da? Also, genau, also wir. CAD-Software werdet ihr wahrscheinlich nicht selber entwickeln. Nee, genau. Also da verwenden wir tatsächlich auch mehrere verschiedene, also was CAD und CAM-Software angeht, aber im Grunde alle, die sozusagen auch auf dem Markt üblich sind. Also gerade so diese, im Grunde wirklich die richtig knackigen Themen, so im Grunde wir bauen nicht unseren eigenen Geometrie-Kernel oder sowas, so solche. Also, weil das ist wieder genau dieses Thema sozusagen. Also es geht weniger um Innovation auf der algorithmischen Seite oder wir brauchen irgendwie ganz neue ganz neue Algorithmen oder sowas, sondern eben halt um dieses Vernetzen so und eben um den Informationsaustausch eben zwischen den verschiedenen Leuten. Genau, also gerade was so maschinennah ist, das ist dann für euch eher weniger am Fokus, sondern es geht dann um die Prozesse, die quasi drumherum stehen und dann letztendlich alles, was für den Kunden interessant ist. Also zum Beispiel, weil eben genau alles, was natürlich auch ein großes Thema sind natürlich Lieferzeiten für den Kunden. Das heißt im Grunde alles, was bei uns wirklich, was auf dem kritischen Pfad ist, also ob es jetzt was Rohmaterial, Halbzeuge, aber eben halt auch Werkzeuge, die in die Maschine kommen, das ist eben halt auch alles in dem Bereich, den wir uns ganz genau anschauen und den wir quasi mit unserem eigenen System auch abdecken. Letztendlich alles, was letztendlich für die Kundenzufriedenheit wichtig ist, weil da kommt es ja letztendlich drauf an, der Kunde möchte seine Teile in Top-Qualität zum richtigen Termin und im Grunde mit der Fähigkeit sozusagen mit der eigenen Nachfrage mitzuwachsen. Und das ist so ein bisschen, würde ich sagen, quasi wirklich die Anforderung auch an uns, dass wir sagen, alles, was dafür eben wichtig ist, das decken wir ab. Was wir aber wir sind jetzt nicht die großen Buchhaltungsinnovatoren, so mehr oder weniger. Also da würde ich sozusagen die Grenze ziehen. Quasi die Sachen, die wirklich kritisch sind. Genau, wenn es dann um Abrechnungssysteme geht und so, dann erfindet ihr das gerade auch nicht neu. Ja, das ist gut. Weil da ist ja auch die klassische Startup-Regel und hat nur eine begrenzte Menge an Innovationspunkten zu verteilen sozusagen und will sich da auch nicht erheben. Ja, auch wenn man eine schöne Finanzierungsrunde hat, auch das Geld will ja richtig investiert sein. Ja, also das ist sicherlich richtig. So ist es. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, ganz gut verstanden, wie ihr tickt. Ich fand auch das Bild schön, so 50% Software-Startup und 50% Lohnfertiger. Eine coole Kombination auf jeden Fall. Und lass uns das jetzt nochmal ein bisschen konkreter machen, was das dann für so einen einzelnen Prozess heißt. Also Du hast es schon ein bisschen plastisch gemacht am Beispiel Qualität. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal ein bisschen tiefer legen oder ob du auch nochmal bewusst ein anderes Beispiel bringen willst, dass es einfach so ein bisschen sichtbar wird, okay, was bringt mir jetzt so ein Fabrikbetriebssystem, um genau diese Schnittstellen nochmal besser abzudecken? Also ich würde sagen, vielleicht nochmal ein anderes Beispiel und dann kommen wir aber auch wieder auf die Qualität spielt da auch wieder mit rein. Aber ich würde sagen, auf einer noch höheren Ebene ist ja zum Beispiel ich als Lohnfertiger, habe ja sozusagen per Definition eine große Varianz zwischen den Bauteilen, die ich herstelle. Und das ist ja genau der Sinn. Ja. Und zum Beispiel eine Art, wie wir das halt managen, ist, und es stellt sich dann raus, also wieder auf der theoretischen Ebene heißt es dann, ich habe viele Informationen, die wirklich bauteilspezifisch sind, mit denen ich umgehen muss, die prozessspezifisch sind und die auch nur dieses Bauteil oder eine bestimmte Bauteilfamilie oder sowas betreffen. Was dann wiederum heißt, dass ich sozusagen pro Bauteil viele Sachen aufschreiben muss. Also da gilt wieder so die Informatiker-Denke. Ich habe quasi viele Bits pro Bauteil, die letztendlich anfallen, weil ich eben nicht, wie wenn ich Zahnpasta herstellen würde, habe ich quasi fast null Bits pro Bauteil, weil ich weiß ja schon, wenn ich eine Tube in der Hand habe, weiß ich auch, wie die nächste Tube aussieht. Und genau das ist ja eben bei uns nicht der Fall. Das heißt, viel bei uns ist quasi auf Konfigurierbarkeit ausgelegt. Das heißt, im Grunde, wir haben sozusagen in unserer Arbeitsvorbereitung, neuer Auftrag kommt rein, wir überlegen jetzt, okay, wir machen quasi diesen Mini-Prozessentwicklungsschritt für ein einzelnes Bauteil und das legen wir direkt in unserer Software ab, wo dann quasi, wir nennen das den Produktionspfad, wo sozusagen dann wirklich die einzelnen Stationen, die was genau eben dieses bauteilspezifische Wissen angeht, wie viele verschiedene Umrissvorgänge haben wir auf den Maschinen für dieses Bauteil, was muss davor noch gemacht werden, manche müssen Bauteile vorgeglüht werden zum Beispiel, wie kommt das Material zu uns, kaufen wir das ein, liefert der Kunde das uns an, wie kommt es dann auf die Maschine, welche Maschinen werden gebraucht,
Weil wir haben natürlich ja verschiedene Maschinen. Nicht welche konkret wahrscheinlich, aber was genau für Maschinenarten also brauche ich da? Also Dreiachs-Fräsmaschine, Fünfachs-Fräsmaschine, ja, genau. Drehfräsen. Also im Grunde so die Maschinengruppen so mehr oder weniger. Also letztendlich, wie wird dieses Bauteil durch unsere Fertigung fließen, was auch teilweise dann noch externe Schritte sein könnten, weil wir machen ja auch nicht alles selbst. Also gerade die ganzen Oberflächenveredelungen oder Wärmebehandlungen, das sind Sachen, die wir auch ausgelagert haben. Und aber letztendlich sozusagen das grundsätzliche Konzept, mit dem sozusagen ob jetzt sozusagen eine Arbeitsanweisung quasi jetzt an intern vergeben wird an eine Maschine oder extern an einen Lieferanten, gar nicht so unterschiedlich ist. Weil in allen Fällen muss ich ja quasi sicherstellen, die Leute brauchen das Material, also ihre Inputs, die Leute brauchen die Anweisung, genau was ist zu tun. Es muss danach dann geprüft werden, wurde alles richtig gemacht. Also dass eben wurde dieser Fluss letztendlich der Instruktionen und des teilespezifischen Wissens und des Materials, diese ganzen Sachen koordiniert werden. Und das ist halt, glaube ich, was, wo, also das ist wieder jetzt vielleicht noch ein bisschen, immer noch nicht ganz auf der letztendlichen Arbeitsebene, aber was das ganz wichtig ist, glaube ich, weil wir damit eben genau dies abbilden können, okay, wenn ich jetzt ein bestimmtes Bauteil angucke, ich bin jetzt Werker, dann möchte ich ja eben im Grunde, also unser Ziel ist quasi immer dafür zu sorgen, die Leute sollen ohne informellen Kontext arbeiten können. Also so dass ich quasi, ich habe eine Station und da irgendwie muss ich jetzt sozusagen, muss ich jetzt wissen, was soll ich hier als nächstes tun? Und zwar ohne dass ich Zettel irgendwo noch habe. Und das ist halt ganz extrem, weil also in der klassischen Zerspanung ist so wirklich, ich komme morgens zur Arbeit und habe erstmal, ich weiß nicht, was zu tun ist, bis ich mit Leuten geredet habe. So, also das ist, also ich würde sagen, dieses fundamentale Problem, so das ist so im Grunde, also das ist eigentlich ein guter Leitstern. Das ist eine spannende Idee. Ja. Was wäre, wenn ich in der Produktion arbeiten könnte, ohne mit jemandem zu reden? Genau, ne? Genau. Gute Frage. Und genau darauf haben wir halt eben, also haben wir halt eben unser System ausgelegt. So, also das, da muss erstmal im Vorfeld sozusagen dieser Prozess eben abgesteckt werden und der eben halt bauteilspezifisch ist. Und dann habe ich wirklich auf der konkreten Arbeitsebene habe ich dann sozusagen schon ein bisschen den Breakdown. Okay, ich habe jetzt hier, wir sind jetzt hier für dieses Bauteil, muss jetzt als nächstes, das Langgut gesägt werden. Sagen wir mal, okay, das ist jetzt zu tun. Hier sind meine Inputs, das liegt in Regalfach Nummer so und so. Hier ist die Sägeanweisung mit dieser Geschwindigkeit, meine Maschinenparameter oder zumindest eine Vorgabe für die Maschinenparameter oder eine Empfehlung. Und letztendlich soll es halt auf diese Länge gesägt werden und ich hätte davon gerne 15 Stück. So. Und diese Arbeitsanweisung wirklich als Ticket sozusagen dann auszugeben, die muss dann vom Werker quittiert werden. Wir haben dafür dann wirklich also auch überall quasi an allen Maschinen, ich mache jetzt das ein Beispiel mit der Säge, weil es glaube ich recht intuitiv ist, aber dass sozusagen quasi wirklich einzelne Arbeitsaufträge mit dem definierten Start- und Endzustand quasi immer ausgegeben werden. Also hier kriege ich meine Inputs, ja. Das ist die Anweisung, ja. Da soll es danach hin. Und dann soll das bitte quittiert werden, dann muss dementsprechend, je nachdem, was da halt wirklich genau zu tun ist, müssen dann auch die Qualitätsdaten erfasst werden, da kommen wir wieder zum Thema Qualität zurück, weil ich ja letztendlich sozusagen die Unsicherheit, in welchem Zustand jetzt jedes einzelne Bauteil ist, quasi minimieren möchte. Also ich möchte dann danach immer wissen, okay, das Material ist jetzt in diesem Zustand, wurde schon teilbearbeitet, aber noch nicht ganz fertig und ist im Grunde jetzt gerade an der Stelle und dann, wenn ich das dann eben wieder an meinen Gesamtprozess pro Bauteil zurückschaue, dann weiß ich genau, was soll damit als nächstes passieren. Oder aber dass sozusagen das System letztendlich quasi diese so übersichtlich wie möglichen Arbeitsaufträge rausgibt, die dann bearbeitet werden und dann wieder ans System zurückgegeben werden, sozusagen. So dass ich letztendlich der Nächste dann eigentlich unabhängig davon ist, da muss ich nicht sagen, hey Günther, du kannst jetzt anfangen mit den Teilen da drüben, weil die habe ich ja morgen fertig gemacht. So, im Grunde, also diese Kommunikationswege zu eliminieren, das ist eigentlich so das Muster, was wir eigentlich überall verfolgen. Das heißt, wie sieht das praktisch aus? Habt ihr dann in jeder Maschine ein entsprechendes Terminal mit Software von euch drauf, wo dann im Prinzip genau diese Infos kommen, ich die wieder zurückgeben kann? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen plastisch machen, weil es gibt ja auch schon an vielen Anlagen und Maschinen die Monitore, um sie entsprechend zu bedienen. Gibt es dann was extra oder integriert ihr das? Also wie ist genau, das? Genau, also grundsätzlich haben wir im Grunde, also an den Fräsmaschinen oder an so großen Bearbeitungszentren ist ja schon ein halber Computer auch schon mit dran. Aber das Interessante ist, also wie wir das konkret eigentlich machen, ist, wir nehmen das, was mit den Maschinen schon mitkommt. Da ist aber eben ein großer, einfach auch wieder eine große Fragmentierung, weil die Schnittstellen sehen dann völlig anders aus, je nachdem, welcher Maschinenhersteller du hast. Aber und dann nebendran haben wir tatsächlich dann unsere Terminals, die sozusagen, da sagen wir, okay, auf der Maschine mache ich eben die lokale Steuerung quasi irgendwie. Wie muss ich jetzt die Säge einstellen? Welche Werkzeuge sind noch in die Fräsmaschine einzulegen? So, je nachdem.
Aber was dann auch an unserem Terminal gemacht wird, ist eben genau dieser globale Fluss. Also im Grunde, was ist mein nächster Auftrag? Wo kriege ich mein Material her? Wo soll es nach, dann muss ich das Material nach quasi wieder einchecken. Da werden die Qualitätsdaten erfasst. Also eben halt alles, was sozusagen von extern an meine Arbeitsstation fließt oder von meiner Arbeitsstation wegfließt, das managen wir dann quasi über unser Terminal. In manchen, also wir experimentieren da so ein bisschen damit, das auch auf die Maschinen, wo es geht, das auch direkt auf die Maschinenschnittstelle drauf zu machen. Aber das geht eben halt nicht bei allen Maschinen. Und teilweise haben wir auch Arbeitsstationen, wo das gar nicht geht. Also wo es eben gar keine Maschine gibt, wo zum Beispiel irgendwie noch manuell nachbearbeitet oder entgratet werden muss. Da ist dann im Grunde die Arbeitsstation besteht dann quasi aus einer Werkbank und unserem Terminal. Also da ist dann quasi gar nicht mehr. Also, und, aber das erfüllt quasi genau gleich. Ja, warum nicht? Aber muss ja, genau. Es ist ja, am Ende hat man ja genau die gleichen Schnittstellen und diese Schnittstellen dann auch auf gleiche Weise irgendwo zu bedienen, macht ja entsprechend Sinn. Inwieweit habt ihr dann auch die Maschinen beziehungsweise die Anlage mit ihrer Steuerung dann auch gekoppelt an euer System? Also wie sieht da die Integration aus? Mhm. Weil das ist ja dann auch immer so ein Thema, ne? Gerade die automatisierten Prozesse in der Maschine selbst oder auch wenn man einen Roboter irgendwo hat oder das kann man ja auch direkt dann irgendwie abgreifen und steuern. Da braucht man den Mensch ja nicht unbedingt. Ja, genau. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall muss ich die Industrie loben. So, also da hat sich wirklich was getan. Und zwar gerade im Hinblick auf Industriestandardprotokolle wie OPC-UA. Da hat sich schon einiges getan und das verwenden wir auch überall, wo es geht. wo im Grunde, also ich glaube, das ist schon eine Erfolgsgeschichte auf jeden Fall, wo ja auch teilweise schon einfach in einer einzelnen Maschine ganz viele relevante Parteien sozusagen ein bisschen unterwegs sind. Weil ich habe dann irgendwo meine Fräsmaschine, die hat dann ihre Steuerung drin. Die Steuerung ist aber gar nicht vom Fräsmaschinenhersteller, sondern das ist nochmal ausgelagert. Die ist dann von Siemens. Und es gibt da viele Tabs, die man erstmal ausklappen muss sozusagen, bis man überhaupt wirklich an der Stelle ist. Und teilweise, wenn wir als sozusagen auch In-System-Integrator für unsere Inhouse-Systeme auch unterwegs sind, wo dann teilweise derjenige, der quasi unser direkter Kontakt ist, der uns die Maschine verkauft hat, überhaupt nicht weiß, wie diese Schnittstellen funktionieren, sondern dass er dem auch noch ein paar Mal delegieren muss. Und aber trotz dieser sehr komplexen Struktur, glaube ich, im Grunde, was so auch wieder das Wissen irgendwie innerhalb der, also zwischen den verschiedenen Herstellern und so weiter angeht, kann man sich dann auch, also da ist unser Ansatz so ein bisschen, wir hacken uns halt doch ein Stück weit in die Maschinen rein, so weit wie es geht, und versuchen da im Grunde einfach auf so viele Protokolle und Daten zu bekommen wie möglich. Und da geht tatsächlich schon einiges. Also da sind wir auch quasi zu dem Rahmen, wie es halt möglich ist, gerade über so Protokolle wie OPC-UA schon angeschlossen und können dann eben genauso im Grunde, ob es jetzt die Messwerte für Werkzeuge sind, Messwerte für das Bauteil selbst sind, um zu sehen im Grunde, was ist noch meine Restlaufzeit in der Maschine. Also halt gerade fürs Monitoring geht da schon echt einiges. Aber man merkt halt auch gleichzeitig, das können wir halt, glaube ich, machen, weil wir wirklich auch diese Software- und Automatisiererkompetenz so ein bisschen intern haben. Aber für den typischen Lohnfertiger ist es immer noch sehr, sehr schwer. So, weil die halt eben, das macht ja auch gar keinen Sinn für die, wenn die sagen, okay, wir sind 8 Leute bei uns im Betrieb. Ich brauche jetzt noch einen Softwareentwickler oder noch einen Automatisierungsingenieur, der sich quasi nur mit Maschinenschnittstellen befasst. Dafür ist der Hebel nicht groß genug und dafür ist es letztendlich zu teuer. So, und ich glaube, da ist so ein, also da sieht man auch so ein bisschen, dass es gibt quasi die Bestrebung, im Grunde mehr Daten verfügbar zu machen und quasi einfach mehr Networking einfach ja zu ermöglichen. Aber da muss es dann schon quasi auch ein sinnvolles Anwendungsprinzip, glaube ich, für geben, weil ansonsten hat man eben ja viele Daten zur Verfügung gestellt, aber es dauert dann trotzdem Monate irgendwie im Grunde wirklich einen integrierten Prozess drumherum zu entwickeln, der diese Daten sinnvoll nutzt und auch erst ab einer gewissen Scale überhaupt erst Sinn macht. Ja, da kommen wir auch jetzt auf einen spannenden Punkt, weil das, was du jetzt beschreibst, ich glaube, zielführend, dass jeder da einen Entwickler hat als 8-Mann-Bude, ich glaube, das ist ja, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Das ist klar, das macht keinen Sinn. Was ja aber die Idee ist, dass es dann halt Standardsoftware gibt, wo ich meine Maschine einstecke und so dieses Thema Plug and Produce, ja, dann eben diese digitale Durchgängigkeit hab mit und ich suche mir halt aus, was für ein Tool ich haben will. Und jetzt, ich meine, ihr habt 19 Millionen entsprechend Funding bekommen. Ziemlich cool, auch herzlichen Glückwunsch dafür nochmal. Es ist jetzt aber die Frage, wo wollt ihr denn hin? Gibt es am Ende eure Standardsoftware zu kaufen als Betriebssystem für alle Lohnfertiger dieser Welt? Oder was ist euer Weg? Ja, also tatsächlich ist, glaube ich, so die Vision, dass einfach alles commoditized und alle Schnittstellen quasi standardisiert und offen werden.
Ich glaube, das wird schwer werden. So halt gerade in so einem, gerade in so einem Bereich, wo eben die Informationen auch einfach wirklich sehr komplex sind, wo es halt nicht irgendwie, es gibt nicht nur einen Temperatursensor oder sowas, der irgendwie ausgelesen werden muss und den ich auf dem Dashboard haben will, sondern wo halt eben diese völlig, also komplexe Teile mit völlig unterschiedlichen Bearbeitungsstrategien, wo der Stand der Technik immer noch ist, der Werker hört genau hin, wie sich die Maschine verhält und damit wird sozusagen, wird überlegt, okay, ist das jetzt, muss hier noch weiter geprüft werden oder ist es wahrscheinlich ein Gutteil? So ganz, also wirklich einfach sehr komplexe und deswegen halt einfach ja doch leicht chaotische Prozesse in der Praxis, die man da überall findet. Und dass einfach die Fragmentierung auch innerhalb, was sozusagen die verschiedenen Workflows innerhalb von Lotfertigern sind, ist so stark, dass man sich da schwer tun wird, glaube ich, wirklich eine Standardsoftware, selbst wenn im Grunde die Schnittstellen sich quasi langsam, aber doch zäh weiter verbessern. Also ich glaube sozusagen, bis diese Schnittstellen wirklich so gut genug sind, um sowas zu ermöglichen, sind die meisten Zerspaner, die es heute gibt, schon in Rente. So, also ich glaube, da ist so, krass, das ist die Frage, auf welchem Zeithorizont, welcher Zeithorizont ist da interessant? Und da setzen wir halt wirklich auf diesen Ansatz der vertikalen Integration. Also, dass man eben sagen muss, okay, wir müssen eben von dieser extremen Fragmentierung in dem Markt wegkommen. Und es macht nur Sinn, auf diese Software und Digitalisierungstechnologien zu setzen und dann eben gleichzeitig im Grunde diesen, aber wie wir jetzt gerade schon besprochen haben, macht das eben nur Sinn, wenn man auch einfach eine gewisse Skalierfähigkeit oder eine gewisse Skalierung erreicht hat. Und das ist das wirklich das, was wir uns zum Ziel gesetzt haben. Also ich sage, wir wollen diese grundlegende, im Grunde diese fehlende Skalierbarkeit beheben, was quasi diese High-End-Lohnfertigung angeht. Und dass unser Ansatz wirklich was, mit wo wir mit der auch auf den Markt zugehen, eben nicht ist, ja, wir haben hier eine Software und die ist universell einsetzbar und die kann mit jedem beliebigen Workflow verwendet werden, weil genau das eben einfach zu schwer ist. So, weil da ist eine zu hohe Varianz, was im Grunde die Anforderungen pro Bauteil angeht, sondern wir sagen im Grunde, wir integrieren das komplett, also direkt diese Softwareentwicklung mit der Fertigung selbst und gehen auf den Markt zu mit, guck mal, wir sind einfach ein besserer Lieferant für euch, wo im Grunde die Zielgruppe direkt Einkäufer sind, die im Grunde jetzt einfach gerade damit große Herausforderungen haben, im Grunde ihren steigende Nachfrage bedienen zu können, die sich schwer damit zu tun, neue Lieferanten zu finden, wo die eigenen Lieferanten in Rente gehen, so, was einfach wirklich ein Problem ist, was ich öfter gehört habe. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ne? Und wo wir sagen, hey, guck mal, hier ist wirklich ein Ökosystem, was Sinn macht. Wir digitalisieren dieses Ding komplett durch. Und im Grunde unsere Kunden erhalten direkt die Benefits davon. Also, weil ich glaube, das ist einfach was, wo letztendlich wir einfach ein Stück weit einfach durch eine bessere Lieferkette direkt dazu beitragen können, dass im Grunde die Benefits der Digitalisierung auch quasi in der Industrie verteilt werden können. Aber ohne quasi diesen riesigen Integrationsaufwand, dass irgendwie jetzt eine Software neu integriert werden muss. Und dass wir einfach direkt sagen, hey, schaut mal, so sieht die Zukunft eurer Lieferkette wirklich aus. Aber ihr müsst euch gleichzeitig nicht darum kümmern, ihr müsst jetzt eben nicht die Softwareentwickler einstellen oder sowas, die damit diese ganzen Schnittstellen umgehen zu können, sondern wir liefern euch einfach unsere Teile direkt, sodass ihr letztendlich neue Produkte schneller und besser an den Markt bringen könnt und auch mit dem Wissen, dass die Lieferkette stabil ist und auch nicht eben davon abhängt, ob ein Zerspanungsmeister irgendwie noch das richtige Wissen in der richtigen mentalen Schublade abgelegt hat. Ja. Finde ich super, vor allem, weil ich habe euch ja auch so angeteasert, so nach dem Motto, ihr seid ein Lohnfertigungs-Startup oder Startup mit eigener Produktion und da ist die Produktion jetzt nicht nur Mittel zum Zweck, gute Software zu entwickeln, sondern die Produktion ist entsprechend die Wertschöpfung und am Ende das Produkt, was ihr anbietet, nämlich die Dienstleistung der Lohnfertigung. Und das wollt ihr skalieren. Also das heißt, wenn wir dann so ein paar Jahre nach vorne gucken, werden wir dann immer mehr Fabriken von euch sehen für die Lohnfertigung oder wie stellst du dir das vor? Wie sieht da eure Vision aus? Ja, so ist es. Genau. Also wir sind jetzt gerade in unserer ersten Fabrik. Hier sieht man hier auch hinter mir, wenn man den Podcast mit Video genießt. Wir sind in unserer ersten Fabrik hier in Karlsruhe mit knapp 4000 Quadratmetern. Aber das Ziel ist im Grunde wirklich, das hier ist die Blaupausenfabrik. Also das ist im Grunde auch das Wissen auch in unserer Fabrik quasi nicht wie in einem Silo ansammeln soll, sondern dass das ganze Wissen eben ins System übergeht und wir dann letztendlich überall dahin expandieren, wo unsere Kunden auch sitzen. Also dass im Grunde überall, wo eben Hochpräzisionsteile gebraucht werden, wo tatsächlich wirklich die kritischen Anwendungen von morgen quasi entwickelt und in die Vorserie und Serie gebracht werden,
dass wir da im Grunde einfach nah am Kunden sind und dabei jeder im Grunde davon profitiert, dass wir wirklich, dass unser System quasi immer dazulernt mit jedem Bauteil, das wir produzieren. Aber so wie du sagst, es ist eben das Ziel ist, also wirklich die Produktion zu skalieren. Und wir sind quasi also letztendlich kein Technologieanbieter, sondern wirklich ein Dienstleistungsanbieter. Und zwar im Grunde einfach die Lohnfertigung besser zu machen. Ich glaube, das ist auch was, womit sich gerade so in der Startup-Welt so was doch recht unkonventionell ist, weil doch jetzt irgendwie letztendlich immer noch irgendeine Software as a Service oder sowas dahinter steht bei vielen. aber ich glaube, genau das ist eben, das erfordert dann auch ein bisschen Springen über den eigenen Schatten und ein bisschen Mut. Aber da haben wir, glaube ich, auch jetzt eine gute Truppe auch an Partnern, Investoren gefunden, um da, und da wirklich zu sagen, okay, wir können da wirklich einfach ganzheitlich dieser ganzen Industrie quasi einen Mehrwert bieten. Und die so ein bisschen, ob sie es wollen oder nicht, in die Zukunft mitzerren. Ja. Und ihr habt damit einen USP, weil ich glaube, den Weg gehen nicht viele, ja. Also ich wüsste es zumindest nicht. Und Software-Startups für die nächste SaaS-Plattform und was auch immer, die gibt's wie Sand am Meer. Das ist in der Tat sehr cool, dass ihr das auch gleich umsetzt und nicht nur die Software dazu macht. Ja, ich glaube, was auch mir persönlich da anmerkt, es ist halt no bullshit. So, also im Grunde, ich kann ganz lange Feature-Listen. Ihr müsst tagtäglich zeigen, ob die Software tut oder nicht, ja. Genau, also ich glaube, das ist tatsächlich auch was, wo ich also auch aus der Software-Perspektive sagen muss, Hut ab, Produktionswelt, weil das ist halt bodenständig und aber auch keeping it real. So, also weil wenn es nicht funktioniert, dann habe ich das auszubaden. Und das ist halt auch, also wohingegen ich als Softwareanbieter so dieses, ja gut, da rufen Sie mal bei uns beim IT, bei der IT an. Aber das ist tatsächlich das Problem, dass dann irgendwie die eigene Produktion nicht weitergeht, hat dann trotzdem der Kunde auszubaden. So, und genau das sagen wir, okay, ja, diese Verantwortung nehmen wir halt wirklich für uns selbst auch auf. Die müsst ihr jetzt zwar nehmen. Aber das ist auch letztendlich auch das, wo wir natürlich dann auch, das können wir natürlich dann auch zurückführen, wo sind Muster irgendwie von Problemen, die auftreten, und wir können es dann eben halt auch fixen und wirklich uns kontinuierlich immer weiter verbessern, anstatt quasi die Verantwortung wirklich auf unsere Kunden oder Partner abzuwälzen. Wenn ihr jetzt die 19 Millionen eingenommen habt, in was investiert ihr die konkret? Ja, also ich würde sagen, größtenteils zwei Themen. Zum einen natürlich einfach Wachstum. Wir haben jetzt Skalierung, ja. Genau, also wir haben uns natürlich auch viel vorgenommen, im Grunde einfach, was jetzt das Wachstum angeht. Also wir sind quasi jetzt schon größer, so als Zehntausende von diesen quasi doch recht kleinen Fertigungsbetrieben, die es da draußen schon gibt. Und wollen aber jetzt wirklich um ein Vielfaches nochmal wachsen, weil wir einfach sehen, okay, das funktioniert. Wir können im Grunde wirklich einfach eine größere Fabrik, eine größere Anzahl Maschinen, eine größere Anzahl an Mitarbeitern einfach tatsächlich koordinieren, ohne dass es im Grunde, dass wir 100 Manager einstellen müssen, so mehr oder weniger, sondern weil das halt wirklich vom System schon koordiniert wird. Und da wollen wir auf jeden Fall ganz stark ausbauen, einfach mit dem Gegenteil von auch wieder der klassische Zulieferer in der Industrie, kauft sich eben alle paar Jahre mal eine neue Maschine sozusagen. Und das ist dann die große Geschäftsexpansion, wohingegen die Kunden natürlich auch haarsträubend dastehen und sagen, ich habe aber ein großes Segment, was jetzt hier am Wachsen ist. Ich brauche jetzt mehr Produktionsoutput, was die Bestehenden einfach nicht liefern können. Also das kommt auch vieles von unseren Kunden schon. Und zum anderen natürlich in die Weiterentwicklung von unserem Produkt. So, also wir haben ja jetzt eben halt viel sozusagen investiert, halt gerade in diese Konnektivität und in diese Plattform, dass im Grunde wirklich alle Prozessteilnehmer quasi angeschlossen sind ans System. Haben da jetzt im Grunde auch im Grunde eigentlich für jeden Arbeitsschritt quasi eine gewisse Datenbasis schon angesammelt. Weil natürlich haben wir auch quasi ein recht gutes Dataset einfach, was jedes Mal halt die Inputs und Outputs sind, was, wenn man wieder das aus der Machine Learning und Informatiker-Sicht betrachtet, das ist das A und O, wenn ich wirklich was automatisieren will, ob es jetzt mit klassischem Machine Learning ist, ob es mit neuesten KI-Technologien ist. Ich brauche gescheite, saubere Datensätze, die halt wirklich sozusagen, die zum einen vollständig sind, die nicht lügen und die tatsächlich mein kritisches Wissen abbilden. Und das ist halt auch wiederum was eigentlich nur geht, wenn man eben, glaube ich, so einen ganzheitlichen Ansatz fährt, so wie wir das machen, wo halt wirklich alle Infos, die fertigungskritisch sind und wo quasi dieses Prozesswissen reinfließt,
auch wirklich gesammelt werden vom System und wirklich in einer strukturierten Form dann zur Verfügung stehen. Und aus denen, und das sehen wir jetzt schon quasi die ersten Ansätze für, wollen wir dann wirklich auch kontinuierlich lernen, sodass im Grunde eigentlich jeder Prozessschritt dann im Grunde auch einfach, dass wir den Automatisierungsgrad einfach aufgrund von Mustern steigern können. Weil wir sehen dann im Grunde, okay, hier ist jetzt ein Prozessschritt, der gleicht sich dann schon eher im Grunde dem, was ich bei der Baustelle davor gemacht habe, wenn er wirklich schön strukturiert und unterteilt ist, weil dann ist es nicht, oh Gott, da war komplett anderes Teil, als was ich vor ein paar Monaten gemacht habe, sondern dass ich dann eher quasi Muster finden kann, die wirklich, wo ich dann eine Automatisierung fahren kann, auf einer Wissensebene und eben halt auch auf einer wirklich Durchführung der Prozesse-Ebene, wo ich dann im Grunde ganz viele Optimierungen sich dann wirklich erst dadurch eigentlich freischalten, dass ich eben diese bessere Datenbasis habe. Und das, also das ist alles sehr abstrakt, aber das sind so Sachen wie automatische Werkzeugauswahl, automatische Vorschläge, mit welchen Bearbeitungsstrategien wir woran gehen, eine Vorabschätzung, wo werde ich am ehesten quasi kritische Merkmale haben, wo komme ich am ehesten quasi an die Ecken vom Toleranzfeld. Solche Sachen, die einfach im Grunde, wollen eben sich genau quasi das Bauchgefühl der Produktionsexperten heute reinspielt. So wollen wir quasi das digitale Bauchgefühl des Systems bauen, sodass wir wirklich mit jedem Bauteil besser werden und dazulernen. Und das Gleiche aber sozusagen, das ist sozusagen wirklich die große Vision, aber gleichzeitig auf einer absolut No-Bullshit-Weise, weil wir sind halt dafür verantwortlich, dass die Teile fertig werden. So, und da können sich, glaube ich, auch unsere... Also da haben wir auch, glaube ich, ein großes Bewusstsein davon, dass wir quasi einen ganz anderen Ansatz haben und wirklich die Industrie stark verändern wollen, aber auch gleichzeitig auch keine Tagträumer sind, sondern die Sachen halt wirklich machen. Ja. Und wenn was läuft, dann haben wir den Vorteil davon. Und wenn was nicht läuft, dann sind wir auch in der Verantwortung, das dann zu fixen. Ja. Also das finde ich jetzt immer cool, den Ausblick, weil du hast jetzt auch das Thema KI angeschnitten, was auf jeden Fall noch gekommen wäre sonst. Würdest du sagen, jetzt das, was ihr bis jetzt gemacht habt, Konnektivität, Vernetzen, auch übergreifend diese digitale Durchgängigkeit, das ist am Ende eigentlich der kleinste Schritt und jetzt, was jetzt darauf möglich ist, in Richtung dann auch eben Machine Learning, künstliche Intelligenz, das hat nachher eigentlich den ganz großen Hebel? Oder wie würdest du das einschätzen? Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, also es ist ein bisschen nuancierter. Also zum einen natürlich, wir stehen ganz am Anfang von unserem Entwicklungszyklus, glaube ich. Aber ich glaube, ein großes Learning, was also zum einen auch aus der Robotikwelt, aber auch im Grunde so die ganze, was wir auch damals bei OpenAI hatten und ich glaube, was viele einfach angewandte Machine Learning Bereichen los ist, ist die große Herausforderung, wie ich gerade schon meinte, so, die große Herausforderung liegt eigentlich immer in der Integration mit dem tatsächlichen Prozess oder der Anwendung, die ich tatsächlich optimieren will oder wo ich meine Vorschläge machen will. Und nicht in dem quasi, wer hat den schlausten Algorithmus oder wer hat irgendwie die schlauste Art, im Grunde die riesigen lineare Algebra, Matrizen, Datenverarbeitung zu machen oder wer hat die schnellsten Nvidia-Grafikkarten oder sowas, sondern es geht eben genau darum, also zum Beispiel Roboterhand. So, wir haben ja im Grunde bei OpenAI hatten wir dieses Projekt, wo wir eine Roboterhand, die es schon länger gibt, aber mit der niemand irgendwie so ein bisschen, sie halt schwer zu steuern ist, also schwer zu regeln ist. Und der haben wir beigebracht, den Zauberwürfel zu lösen, was im Grunde einfach ein recht komplexes, sozusagen taktiles Problem ist, weil die Hand hat 24 Freiheitsgrade und so weiter und so weiter. Und was so ein bisschen unser Learning da war, und das spiegelt auch, glaube ich, wieder, was wirklich in vielen Bereichen, gerade im Machine Learning, gerade sozusagen die Anwender davon haben, ist, dass den meisten Aufwand habe ich damit, eine richtige Datenbasis zu schaffen. So, also dieses, was ich gerade schon so ein bisschen umrissen habe. Aber wo es eben genau quasi um diese quasi die Schnittstelle wieder geht zwischen meinem Prozess und wirklich den Machine Learning Modellen. Und im Grunde, wenn das richtig ist und wenn das sauber und gut funktioniert, dann kann ich im Grunde einen Blackbox-Optimierungsalgorithmus draufwerfen. Und ob das jetzt klassisches Machine Learning ist, ob das die neueste Large Language Model ChatGPT-Technologie ist, das ist dann tatsächlich nicht mehr so viel Arbeit, sondern wo der Großteil der Arbeit ist. Das ist nicht viel Arbeit, aber das... Das eine ist, wo fließt da die Arbeit rein, aber wo ist dann nachher hinten raus das Potenzial auch mit Blick auf Effekte, da wo ihr hinwollt? Und da bewegen wir uns dann doch aber im Bereich künstliche Intelligenz, oder? Wie siehst auf du jeden das? Fall. Also das glaub, vom Aufwand her ist es verstanden und vom Hebel. Also ich tue mich schwer, die beiden gegeneinander abzuwägen, weil zum einen, glaube ich, allein schon durch die Konnektivität kommt zunächst mal die Skalierbarkeit. So, ich glaube, das ist so mal grundsätzlich, weil da ist es egal, was mein Automatisierungsgrad ist, sondern da geht es erstmal darum, dass halt ich will Chaos vermeiden, so, weil ich kann eben mit unserem System können wir sagen, okay, ja gut, jetzt verdreifachen wir die Kapazität, gar kein Problem, weil dann habe ich halt dreimal so viele Terminals, dreimal so viele Maschinen,
Also im Idealzustand. Und eigentlich ist sozusagen, also einmal ist diese Skalierbarkeit eben, würde ich sagen, so eine Achse, da sind wir jetzt schon recht weit. Und eben auf der anderen Seite die wirklich die Optimierung und dass die Produktion einfach komplett automatisch und letztendlich lights out abläuft. Und ich glaube, das ist was, das ist eine lange Reise. Aber im Grunde die Roadmap dahin ist, also überschneidet sich auf jeden Fall zu diesem so, ich muss zunächst mal gescheite Datenbasis schaffen. Und wir haben das aber jetzt schon im Grunde quasi in verschiedenen Bereichen, also dass wir im Grunde immer weiter jetzt, also jetzt können wir sozusagen darüber hinaus gehen, dass wir also merken, okay, wir können das jetzt wirklich automatisieren, wir können manche Entscheidungen einfach komplett automatisch treffen, die werden auch nicht immer stimmen, die müssen nochmal überprüft werden, aber ich kann damit eben im Grunde einfach schon viele der Prozesse, die halt jetzt halt am Anfang noch komplett manuell abgelaufen sind, jetzt schon teilautomatisieren. Ja, schon mal intelligenter gestalten, ja. Naja, super. Ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Und jetzt noch eine letzte Frage, bevor meine Stimme versagt und wir jetzt hier deutlich über die Stunde kommen. Das verändert ja auch eine Branche. Du hast es vorhin so in einem Beisatz erwähnt, dass ihr da die Industrie verändert. Und was denkst du, wie wird sich die Branche der Lohnfertigung und vielleicht auch ganz bewusst der Zersparnung in der Lohnfertigung, wie wird sich das verändern, wenn ihr da jetzt den Lohnfertigungskonzern aufbaut? Ich formuliere es mal einfach so. Also ich glaube, zunächst mal geht es, letztendlich geht es darum im Grunde, die Branche steht vor der großen Herausforderung, dass die Nachfrage steigt und das Angebot sinkt. So, das ist, würde ich mal sagen, wirklich so die Makro-Herausforderung jetzt gerade. Und das ist einfach ein Trend, der, glaube ich, also wo wir einfach also abgesehen von einem Ansatz wie unserem eigentlich keine große langfristige Antwort haben, so, weil die Antwort kann nicht sein, wir müssen wieder massiv Oldschool Zersparner ausbilden. Allein dann haben wir immer noch eine 20-jährige Lücke sozusagen, und selbst wenn die jetzt alle zu Experten werden sollen. Also es muss letztendlich quasi, wir brauchen irgendeine Antwort als Branche darauf, wie kann der Fachkräftemangel gelöst werden und wie kann ich sozusagen wirklich die wenigen Experten, die noch da sind, massiv deren Impact vergrößern. Und und ich glaube, so, das ist was, egal ob man im Grunde jetzt so einen KI-super technologischen Ansatz fährt, wie wir es machen, oder wenn man das ganz klassisch macht, so oder so muss man sich die Frage stellen, im Grunde, wie kann ich den Hebel von meinen Experten vergrößern? So, und weil ansonsten darauf braucht, glaube ich, jeder Produktionsplaner oder sowas, aber jeder Produktioner, der eben auf so High-End-Expertenwissen angewiesen ist, braucht dafür eine Antwort und braucht dafür eine Strategie. Weil ansonsten wird man, glaube ich, jeder ein massives Wachstumsbottleneck an dieser Stelle haben, wenn man sich da nicht eine schlaue Lösung für überlegt. Und da wollen wir natürlich im Grunde auch gleichzeitig sowohl jetzt für potenzielle Kunden von uns oder potenzielle Käufer heutzutage von so High-End-Fertigungsteilen quasi so ein bisschen den einfachen Ausweg dafür geben, sodass im Grunde wirklich jeder davon profitieren kann, auch dass wir eben diesen großen Wissenspool aufbauen an Zersparnerwissen. Und ich glaube, das ist sicherlich damit wollen wir quasi einen guten Ansatz zur Lösung dieses Problems geben. Aber auch wenn das sozusagen unabhängig von uns in der breiteren Branche irgendwie passieren wird, ich glaube, früher oder später braucht jeder dafür eine Antwort darauf, ja, wie kann ich dieses Expertenwissen aus den Köpfen der Experten rauskriegen und wirklich systematisch und skalierbar in meinen Produktionsprozess einbringen. Ja, verständlich. Ich meine, da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis zum Thema zum Start. Was sind die Herausforderungen? Aber was macht das mit der Branche? Da möchte ich jetzt noch mal ein bisschen drauf, weil am Ende heißt es ja, dass jeder irgendwo mit diesem Skalierungsproblem, wie skaliere ich das Wissen in der Köpfe, das Erfahrungswissen, wie mache ich es auch irgendwo unabhängig von den Leuten? Und wenn man das löst, dann ist doch der Weg wahrscheinlich auch immer hin zur Skalierung, weil sonst bräuchte ich es nicht lösen. Das heißt, ich denke jetzt einfach mal laut, ja. Wir werden dann in Zukunft aber auch keine kleinen Zersparner mehr haben, weil die sind dann erstens nicht mehr wettbewerbsfähig. Oder sie haben ja das Problem der Skalierung gelöst und dann skalieren sie ja hoffentlich auch. Also, ja, also ich ist das ein Zukunftsbild, was du teilen kannst, dass wir dann nur noch im große Zerspannungsunternehmen sehen, die da als Zulieferer tätig sind? Ich denke schon, dass da eine Konsolidierung auf jeden Fall stattfinden wird. So, also ich glaube, da führt eigentlich kein, also ich glaube einfach, da führt, wenn sozusagen diese ganzen Skalierungs-, Wachstumsprobleme mal gelöst worden sind,
dann, weil ich glaube, das ist ja auch der, also dann sehen wir das fast quasi in ganz vielen anderen Branchen, ja eben auch bereits passiert ist, wo dann im Grunde wirklich eine Technologieführerschaft auch dazu führt, dass sich eher dass eher konsolidiert wird. Dass es halt einfach ein bisschen weiter weggeht von einfach, dass es einfach ein Handwerk ist, wo irgendwie auch alle auf dem gleichen Playing Field sind, oder wo irgendwie jeder auch ein Stück weit ja ähnlich arbeitet, sondern dass wirklich ja Technologieführerschaft entscheidend ist, um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein. So, also ich glaube, das sehen wir. Also ich denke, es wird quasi noch ein ähnlicher Druck sein wie ja Globalisierung letztendlich, wo man sagt, okay, also wir können und wollen auch nicht so weitermachen, wie wir es die letzten 10, 20, 30 Jahre gemacht haben, sondern wir müssen auch mit der Zeit gehen und uns quasi den Herausforderungen der Zukunft stellen, vielleicht ganz, ganz, ganz bildlich gesagt. Sehr gut. Ja, super. Das mit dem Thema Technologieführerschaft, ich meine, das ist ja genau das, was ihr versucht, wo ihr, glaube ich, auch auf einem ganz guten Weg seid. Spannend ist dann, ist das auch wie in anderen Branchen, dass es auch so dieses Winner-Takes-It-All-Prinzip gibt. Ja, also ich glaube, mal gucken, wo wir da in ein paar Jahren stehen. Ja, also das wird sich auf jeden Fall einstellen, glaube ich, so. Also weil halt eben, jetzt haben wir tatsächlich die Mittel und auch gleichzeitig den Bedarf, um eben sozusagen dieses ganze Fachwissen, was sich eben einfach über Zeit ansammelt, aber dann eben auch sozusagen mit jedem Zerspaner, der aus dem Berufsleben ausscheidet, quasi vergessen wird, dass genau das eben nicht mehr vergessen wird. Sondern dass wir im Grunde da in der Gesamtheit daraus lernen können. So, und das ist alles, das sind wirklich die großen, glaube ich, die Großzüge, die jetzt erst anfangen und wo wir noch am Anfang der Reise stehen, auf jeden Fall. Aber wo ich auf jeden Fall mal gespannt bin, im Grunde, wie viel von der riesigen Zerspannungsbranche wir auch einfach aufrollen können. So, weil wir halt jetzt letzt von unseren Kunden schon hören, die ja im Grunde, ich habe einfach keine Sorgen mehr um meine Lieferkette mehr, die davor ein Riesenproblem war und ich einfach meine Produkte nicht genug an den Mann bringen konnte. Sehr cool, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Jonas, für den Einblick. Hat mir viel Spaß gemacht. War, glaube ich, auch sehr interessant, auch nochmal deine andere Perspektive zu haben und auch zu sehen, wie ihr es auch wirklich anders macht, ja, nicht nur du anders denkst. Das ist cool, sehr erfrischend. Ja, hat mich sehr gefreut. Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig. Hat es dir gefallen? Dann schreib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich in deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.